Ganz herzlich willkommen noch einmal zum Visual Numbers Webinar. Wie gesagt, ich würde gerne kurz auf den Steig vom Tool eingehen und nachher aber vor allem einsteigen, was der Visual Numbers effektiv kann. Vielleicht ein paar administrative Sachen. Wenn es Fragen gibt, jederzeit gern. Ich habe schon gesehen, der Chat funktioniert. Ich habe ein, zwei Nachrichten drin gesehen. Fragen einfach gern im Chat platzieren. Ich werde dann im Verlauf des Webinars auf die eingehen, wenn ich gesehen habe, was so plus minus hineinkommt. Und wenn es am Schluss auch noch Fragen gibt, das schon mal vorweggenommen. Ich habe es hier schon aufgeschaltet. Die Webseite visualnumbers.ch. Ich kann Demos buchen und entsprechend auch noch im Anschluss, wenn das vonnöten wäre, jederzeit gerne auf uns zukommen, wo wir auch noch individuelle Themen könnten klären. Mein Name ist Reto Reber. Ich bin einer von der Gründer und Initiatoren von Visual Numbers. Ich bin im Juni 2021, also es ist ein junges Tool, am Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass es nicht irgendein Tool gibt, das die KMU-Welt Budgetierung vereinfachen. So sind wir in den Design Sprint gegangen. Nach wenigen Tagen haben wir eigentlich gewusst, wie so etwas aus unserer Optik müsste aussehen müsste. Und heute haben wir ein Tool, wo ich mit Freude kann sagen kann, dass die Budgetierung mittlerweile deutlich vereinfacht ist. Gerne würde ich das kurz aufzeigen, wie das funktioniert. Wie kann man loslegen? Auf der Webseite visualnumbers.ch als Einstiegspunkt, die Bexio nutzen, allenfalls über den Bexio Marketplace, wo man da auch irgendwann drauf landet. Jetzt loslegen. Und dann geht entsprechend das Fenster auf, wo man sich mit wenigen Klicks einen Account generieren kann, wo man sofort Zugriff bekommt auf das Tool. Die, wie gesagt, die Bexio nutzen, haben hier oben Verbindung zu Bexio, wo sich mit den Bexio Credentials einloggen kann und so eine Verbindung herstellen. Zum jetzigen Zeitpunkt zieht man dann gerade den Kontobon von Bexio rein und kann sich mit den gleichen Anmeldeinformationen anmelden. Für die Zukunft in Bälde werden wir weitere Vorteile von dieser Anbindung können präsentieren können, wo die Budgetierung noch einfacher wird machen oder respektive die fortlaufende Arbeit, die nach der Budgetierung eigentlich anfallen wird. Auf das gehe ich erst sehr gerne. Wenn man sich nachher angemeldet hat, wenn man den Account hat, dann ist das so die Einstiegsmaske, die es gibt. Oben rechts, wer ist es? Die Firma, die man entsprechend kann, erfassen kann. Und dann habe ich hier auf der linken Seite klassisch Navigationsmaske. Ganz zuerst irgendein Dashboard, wo ich nachher zeige, wie das aussieht, wenn man ein bisschen mehr Informationen drin hat, von einem bestehenden Budget beispielsweise. Ich habe da schon das eine oder andere gemacht und dann zeigt es hier zusätzliche andere Daten an, wenn da entsprechende Daten hinterlegt sind. Vielleicht ganz kurz zu den Admin-Sachen, die es im Tool gibt, dass das gerade am Anfang geklärt ist. Ich habe die Einstellungssituation, wo ich das Abo habe, 14-tägige Trial-Version, die in jedem Fall kostenlos ist. Wenn man nachher den Gefallen gefunden hat am Tool, wo ich eigentlich sicher bin, dass das wird der Fall sein wird, geht man da drauf, tut seinen Preisplan wählen und kann nachher entsprechend von den Daten, die man in der 14-tägigen Trial-Version genutzt hat, auch weiter profitieren. Es ist aber auch so, dass es eine Gratis-Version gibt, ganz simpel. Das heißt, wenn man es nicht tut, auf eine Bezahlversion wechseln nach 14 Tagen, dann wird es downgraded. Aber ich bin überzeugt, dass Visual Numbers für viele Firmen eine ganz gute Vereinfachung entsprechend kann darstellen. Es gibt auch Benutzerverwaltung, wo man hier ein paar Beispiele sieht. Gehe ich auch noch näher darauf ein, vollumfängliche Benutzerverwaltung, wo ich pro Benutzer kann definieren, was er für entsprechende Berechtigungen hat und so entlang von den Rollen, wo Leute in Unternehmungen und im Budgetprozess drin haben, entsprechend auch kann handeln. Ein ganz schöner Vorteil vom Ganzen ist, wir sehen das noch. Viele arbeiten vielleicht mit Treuhändern zusammen. Es ist ein leichtes, Treuhänder darauf auch zu integrieren und dementsprechend auch Zugriffe geben und so entsprechend auch Zusammenarbeit mit einem Treuhänder deutlich zu vereinfachen. Nachher wollen man aber loslegen, budgetieren. Wir haben hier schon einige Budgets erfasst. Es ist so, dass hier unten rechts immer der Plus-Button zur Verfügung steht. Da habe ich übrigens auch gerade auf der Einstiegsmaske Plus, kann ich sagen, ob ich das Budget oder das Szenario möchte. Wenn ich auf dem Budget-Button bin, steht mir einfach nur das Budget zur Verfügung. Ich mache hier ein Demo 23 V1 Budget als Beispiel, klicke weiter.
Ich sage nachher, was ich für einen Kontenplan möchte hinterlegt haben. Ich habe einen oder mehrere Kontenpläne hinterlegen und tue nachher die Währung auswählen, klicken auf Weiter, das Jahr und tue so das Budget generieren und habe hier eigentlich schon die ganze Situation, was man nachher darstellt und ich eigentlich mit meinem Budget kann anfangen. Ich zeige nachher, man muss nicht auf einer grünen Wiese anfangen zu budgetieren, wenn man Ist-Zahlen hat, wie einfach, dass man die kann importieren kann. Aber an dem Moment, wo ich hier drin bin, würde ich gerne mal schnell aufzeigen, was der Visual Numbers alles kann. Ja, hier die grünen Felder, die eigentlich ausfüllbar sind, Handelserlös, zeigt mir an, ob es ein Plus oder wenn es der unter dran ist, ist ein Aufwandskonto ist, gehen wir hier hin und kann auf der Stufe, auf der Gesamtstufe beispielsweise Handelserlöse zu budgetieren, könnt hier aber auch hingehen und könnt sagen, ich möchte Kontodetails hinzufügen, sage dem Produkt 1, gehen wir an und erwarten 1,2 Millionen Umsatz als Beispiel und gehen hier weiter und könnt hier weitere Details entsprechend hinzufügen. Produkt 2 kann hier hinschreiben, wenn ich es möchte und erwarte hier nochmal irgendwie, sagen wir 8 Millionen Franken Umsatz. Ich bin jetzt auf der Jahresebene. Man sieht aber hinten dran die Monate, wo ich kann entsprechend reinklicken kann. Ich habe hier den Plus-Button. Wenn ich den klicke, dann tut es mir den Betrag entsprechend aufteilen auf das ganze Jahr, sodass ich nachher auch wieder hinten Details erfassen kann. Wenn ich das nicht linear plane und. Ich kann das auch schon von Anfang an drücken, wenn ich das möchte. Dann gehe ich hinten, gehe so von Anfang an Details erfassen und dann tut es mir vor entsprechend mit Zusammenzug machen. Das ist jetzt hier so dargestellt, immer sehr userfreundlich, dass man sieht, dass jetzt der da hier nicht mehr grün ist, das fehlt und dementsprechend gerechnet wird. Das heisst, ich kann in diesen Zellen auch rechnen. Wenn ich das vielleicht noch kurz kann demonstrieren und kann sagen, okay, ich gehe hier an, gleich und sage, ja, ich möchte jetzt irgendwie mal 1,1-10% dazu nehmen, tut es mir das da hier hinschreiben und ziehe jetzt entsprechend vorne zusammen. Ich kann das so wieder weg tun. Ich habe auch noch die schöne Situation, dass ich beispielsweise Kommentare erfassen kann, damit ich die Transparenz auf dem Budget auch herstellen kann. Ich sage jetzt beispielsweise hier analog Vorjahr plus 10%. Gerade Transparenz hergestellt, was hat man hier effektiv gemacht? Ich kann sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich habe ein Plus-Dokument anhängen, wo ich verschiedene Dateiformate entsprechend kann hinzufügen kann. Wenn ich da draufklicke, geht mir das normale Browserfenster auf, wo ich entsprechende Uploads kann vornehmen kann. Wir haben hier ein Tool geschafft, wo wir ganz bewusst Excel ablösen wollen, weil wir es vereinfachen wollen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass sehr, sehr viele Aufwendungen in Excel gesteckt worden sind. Das Beispiel, das wir da kürzlich mit einem Kunden angetroffen haben, die ganze Personalplanung in Excel drin und hat dann Visual Numbers nur den Gesamtbetrag zusammengezogen und Details muss noch im Excel sein und das aber als Proof entsprechend gerade angehängt, dass auch jederzeit nachvollziehbar ist, warum das jetzt der Wert hier in Visual Numbers drin steht. Das ist so die ersten grundsätzlichen Funktionen, wenn es ums Budgetieren geht. Ich habe den Kontenplan, wenn er hier dargestellt ist, in den Kontenplan jederzeit definieren, wenn ich das gerne hätte, wenn ich so etwas gerne machen würde, damit ich wirklich auch am Schluss hier eine Übersichtlichkeit habe. Also, das heisst, ich auf dem Kontenplan definieren, wenn ich solche Sachen möchte. Ich habe hier den Kontenplan, was mir alle entsprechend auch tut anzeigen. Ich zeige nachher auch, wie man so einen aufladen kann. Und dann sieht man dort auch die Situation, dass man nachher auf dem Kontenplan selber kann definieren, welche Konten, jetzt gehe ich da wieder zurück in das Budget, wo ich schon ein bisschen mehr Daten drin habe, welche Werte, dass mir hier entsprechend angezeigt werden. So kann ich jederzeit das Ganze nach meinen Bedürfnissen so übersichtlich, wenn ich es möchte, haben, entsprechend können gestalten. Wenn ich jetzt möchte noch sagen, beispielsweise, ich habe so, vielleicht ein Thema, das etwa immer vorkommt, kann sein, das HR, das die ganzen Lohnkosten budgetieren. Ich habe vielleicht Produktmanager, Sales-Organisation, Head of Sales, wo Handelserlöse zu diesem Beispiel budgetieren. Ich kann ein 32-Konto anpflegen. Und in dem Moment, wo ich Konten da hinten angepflegt habe, geht mir oben der Button auf, ich kann die Konten entsprechend freigeben. Wenn ich hier draufklicke, dann geht mir ein Dialog auf und sagt, okay,
Ich kann jetzt hier Personen auswählen, beispielsweise den Matthias Brandenburger, den ich bereits im System drin habe. Ich kann ihn anklicken, kann dem sagen, bitte bis Ende, sagen wir, 09, oder Sept, ich kann sie ausschreiben, Runde 1 Budgetieren. Ich kann hier auch sofort gerade neue Leute hinzufügen, die ich beispielsweise noch nicht im System drin habe. Wenn die Person noch nicht falsch gibt, dann zeigt es mir jetzt an, okay, neu. Und in dem Moment, wo ich die Konten freigebe, ist es so, dass die Leute nachher benachrichtigt werden. Und das heisst, bitte bis Ende September entsprechend budgetieren. Und dann können die nachher hier innen genau auf die Konten zugreifen, die man ihnen entsprechend auch freigeben. Da können sie genau das machen, was die Benutzerverwaltung sagt, was sie machen können. Und so entsprechend können Werte erfassen in diesem Budget, wo der Prozess in der Unternehmung deutlich vereinfacht. Genau das Gleiche, wie ich schon gesagt habe, vielleicht tut man es gesamtheitlich mal budgetieren, tut nachher den Treuhänder darauf einladen, dann schaut drauf, dann kann man mit diesen Daten entsprechend nachher auch arbeiten. Hier sieht man noch die Chat-Funktion, das auch noch zum Zeigen. Da ist jetzt das genau dokumentiert. Vorher habe ich gesagt, so werden die Konten freigegeben und entsprechend auch die Informationen, die Nachrichten sind selbstverständlich nur die Leute, die auch darauf jetzt berechtigt worden sind. Das zu dem. Ein ganz wichtiger Teil im Budgetieren ist, dass es ja nachher weitergeht. Oder? Und da haben wir zwei wunderbare Features umgesetzt. Zum einen die Vergleichszahlen. Zum anderen Szenarien. Ich gehe gerade auf die ein. Ich möchte aber kurz noch zuerst aufzeigen, wenn ich jetzt einfach nur Budgetzahlen drin habe und ich hier auf die Lastenerfolgsrechnung zeige, dann zeigt es mir genau auf, was jetzt hier entsprechend rausgekommen ist. Ich kann die Lasten noch aufklicken, wenn ich Details möchte sehen, so sehe ich, was entsprechend das Ergebnis ist, das ich hier jetzt budgetiert habe, auf dieser Version, die ich hier mal zeige. Ich habe aber auch die Lastenvergleichszahlen, wo ich jenste Vergleichszahlen aufziehen kann. Also ich kann hier angehen und kann sagen, Vergleichszahlen aufladen. Geht mir einen Dialog auf. Ich wähle hier jetzt einen Export aus Dexio. Sage dem, das ist Basis 22, die ich eben gerne möchte anziehen. Tue sie aufladen. Ich muss noch sagen, ob meine Aufwände positives Vorzeichen haben. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man für eine Software einsetzt. Du die aufladen und dann hat es mir jetzt das entsprechend hier aufgenommen. Basis 2022. Ich kann das so irgendwie umeinander schieben, wenn ich das anders möchte machen. Hier an diesem Ort tue ich aber die Vergleichszahlen grundsätzlich nur verwalten. Ich mache hier nicht allzu viel, obwohl ich sie hier ausfüllen könnte. Ich kann jetzt aber ins Budget reingehen. Ich gehe wieder in meine 22er Version 2 rein und sagen, hier auf den drei Punkten, ich möchte gerne Vergleichszahlen dazu ziehen. Dann gehen wir alle die, die wir vorhin gesehen haben, gehen wir hier auf. Jetzt kann ich die entsprechend selektieren. Jetzt kann ich meine Basis 22 auswählen als Beispiel. Ich die auswählen und zeigt es mir sie vorher an. Und sobald ich das gemacht habe, sehe ich, was ich im Vorjahr für Situationen drin hatte und kann nachher für Budgetierung die Vorjahreszahlen entsprechend verwenden. Genau das Gleiche, wenn ich möchte IST zahlen, wenn ich einen IST-Vergleich möchte machen. Ich gehe das Quartal 1 holen vom 23. und sehe nachher sofort auf, was habe ich für einen Stand im Verhältnis zu dem, was ich budgetiert habe. Wird auf der Erfolgsrechnung nachher entsprechend dargestellt. Ich sehe hier das Budget, ich sehe hier die Basis, die ich eben vorher ausgewählt habe und sehe nachher, okay, was für ein Delta in absolut und in relativer Form entsprechend noch haben oder eben allenfalls auch schon positiv haben und es mir wieder neue Optionen gibt, vielleicht fürs neue, fürs laufende Geschäftsjahr. Also ich wirklich stetig einen Abgleich haben. Es ist im Moment so, eine von den Änderungen, die ich vorhin angetönt habe, im Moment ist es so, dass ich die Zahlen, wenn ich es von Bexio holen will, in Bexio muss ich downloaden und nachher so muss aufladen, wie ich es gemacht habe. Das funktioniert auch mit jeder anderen Buchhaltungslösung übrigens, es muss nicht Bexio sein. Es ist aber so, dass wir jetzt beispielsweise in Zusammenarbeit mit Bexio am Punkt sind,
wo wir davon ausgehen, dass wir in Bälde werden einen Realzeitabgleich machen. Also das heisst, wir können automatisiert die Zahlen von Bexio importieren. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt hier das Budget genommen mit den Zahlen Januar bis Dezember. Und da werden wir die Situation ausrollen in ein paar Wochen, wo man nachher die Basis vom Vergleich nehmen kann. Das heißt, ich kann ein Jahresbudget nehmen und sagen nachher, okay, was möchte ich jetzt vergleichen? Und dann kann ich beispielsweise sagen, ich selektiere jetzt Q1 und dann kann ich das Q1 auch hart mit dem Q1 vergleichen und muss nicht quasi das ganze Jahr vergleichen. Also es ist eine Software, eine Service-Lösung, läuft in der Schweiz, alle Daten sind in der Schweiz, wo wir auch stetig weiterentwickeln, entlang der Bedürfnisse von unseren Kunden, um so wirklich eine marktgerechte Lösung zu präsentieren und Budgetierung maßgeblich wird vereinfachen. Der nächste Punkt, den ich gerne noch kurz aufzeige, sind Szenarien. Szenarien ist das, was ich sage, dass Visual Numbers, darum heisst es nicht einfach irgendwie plump Budgetierung oder so irgendetwas, Visual Numbers, es geht wirklich darum, dass wir hier auch fortlaufend ein Unternehmensplanungstool bereitstellen, wo ich Szenarien generieren kann, wo mir eben zeigen, was die Situation ist, wo man sie antrifft. Beim Budget hat man vielleicht gesehen, es gibt verschiedene Staaten, offen und geschlossen. Wenn ich das Budget mal abgeschlossen habe, damit das System weiss, wenn man mit dem umgeht, gegen was tue ich ein Szenario rechnen, kann ich hier nachher neue Szenarien machen. Jetzt kann ich hier beispielsweise sagen, neue Filialen. Weiter sage nachher, ich nehme das abgeschlossene Budget 22 V1 und tue ein Szenario erstellen. Jetzt kann ich das hier beschreiben. Was will ich genau machen damit? Sag okay, beispielsweise, ich möchte jetzt wissen, was die Auswirkung ist, wenn ich expandieren und 1, 2, 3, 4, 5 neue Filialen machen. Und dann kann ich sagen, in diesem Szenario, welche Variablen sind entsprechend betroffen. Sprich, Variablen ist jetzt hier in dem Sinn, sage ich, neue Filialen. Einheit, die rechnen in Filialen. Und jetzt kann ich sagen, okay, was ist denn alles betroffen? Jetzt kann ich sagen, okay, ich mache eine neue Filiale, weil ich zusätzlich auf dem Produkt 1 Handelserlös machen will. Sagen, ich nehme einen Fixbetrag, ich erwarte, wenn ich eine Filiale eröffne, jeweils in dem Jahr, wo ich budgetiere, beispielsweise zusätzlich 600.000 Franken zusätzlichen Umsatz. Hier aber auch noch gehen und kann sagen, ja gut, okay, was hat es denn noch? Ja, logisch, ich muss auch Löhne oder Miete beispielsweise nehmen. Ich nehme hier das Miete-Beispiel. Kann wieder sagen, ja, okay, Fixbetrag, den ich habe, aufs Jahr raus ist, kostet mir 56.000 Franken. Vielleicht muss ich eben noch zusätzliche Leute haben, die ich weitere Kunden kann hinzufügen kann. Es kommen ja dann noch ganz andere Geschichten dazu. Marketingaufwendungen, die ich vielleicht muss betreiben muss, die steigen und, und. Aber um es aufzuzeigen, was eigentlich passiert, ich kann es nachher hier hinzufügen, dann geht mir so einen Schieber auf. Und ich gehe nachher hier an und sage, okay, eine Filiale, zeigt es mir hier, was die Auswirkung ist vom Ganzen. Und auf der Erfolgsrechnung sehe ich nachher auch wieder das Delta, was wir hier entsprechend super darstellt, wenn ich das Budget, das ich genommen habe, mit dem Szenario entsprechend vergleiche. Das heisst, ich kann hier auch Worst-Case-Szenarien abbilden. Ein Szenario machen, was passiert mir, wenn mein bester Kunde rausgeht? Was passiert mir, wenn ich 50% von meinen offenen Offerten nur einen Auftrag bekomme? Mit was rechne ich im Standard und, und? Das sind alles die Sachen, die ich hier entsprechend machen kann, wie man so sieht. Neue Mitarbeiter, wir möchten beispielsweise einen neuen Bereich aufbauen, wir möchten in einen neuen Markt ins Ausland expandieren. Das bedeutet, dass genau das kann man in diesen Szenarien rechnen und so auch darstellen, dass man es in einer äußerst übersichtlichen Form immer gerade die Auswirkungen aufzeigt. Das zu dem. Zwei, drei kleine Sachen zum Abschluss, bevor Sie dann mal überschauen, um noch auf Fragen einzugehen. Hier kann ich Budgets auch duplizieren. Oder? Ich kann unterschiedlich damit umgehen. Und ich sage, okay, ich mache jetzt mal eine Basisversion, ich will das zweite Budget. Wir sind in Kontakt mit einem Eishockey-Club als Beispiel. Da haben wir eine wunderbare Aussage bekommen. Ein Eishockey-Club aus der obersten Liga in der Schweiz. Und die Aussage ist gesehen, sie haben im Covid-Jahr haben sie am Schluss etwa 55 verschiedene Budget-Varianten gehabt. Weil es immer wieder eine Veränderung gegeben hat, etc. Und am Schluss haben sie bei den Excel-Files kaum gewusst, wie jetzt die Übersichtlichkeit ist. Das sind so Sachen, die man hier relativ einfach abbilden kann,
plus eben zusätzlich das Instrument von den Szenarien, wo eben einfach nochmal zusätzlichen Komfort bietet. Es sind einige Fragen reingekommen. Ich schaue mal ganz kurz rüber und frage, was wir für Fragen bekommen haben. Ein Thema, das ich hier sehe, das mir angezeigt wird, ist automatisch 10% berechnen lassen. Also was ich jetzt in dem Sinn nicht machen kann, um hier ehrlich zu sein, ich kann nicht einfach angehen und kann sagen, okay, nehmen wir hier irgendein Budget und sagen dem, ja, rechnen wir irgendeinen Case, wenn das und das und das, die und die Konten 10% schlechter werden. Aber wenn wir vielleicht kurz ins Szenario nochmal reingehen, ich klicke hier nochmal schnell etwas angegangen, das Budget 2.1, nehmen wir das Szenario, machen, Test. Variablen hinzufügen. Jetzt kann ich auch noch sagen, okay, Handelserlös, und jetzt will ich irgendwie ein Best-Case-Szenario rechnen, dann kann ich auch noch sagen, ja, prozentual auf Periode von diesem Konto machen wir ein Szenario, wo wir auf dem Jahr zusätzlich 20% rechnen, als Beispiel. Das kann ich machen. Und so bin ich sehr einfach. Oder wenn ich eben beispielsweise so wieder sage, ich will die Vorjahreszahlen nehmen, kann ich vielleicht auch noch mal kurz zeigen, oder? Wie man so etwas könnte abbilden, falls vielleicht eher das gemeint worden ist, wenn ich mein Budget nehme, wo ich vorher den Basiswert genommen habe. Und jetzt würde ich hier Zahlen sehen vom Vorjahr. Dann könnte ich auch noch sagen, okay, im Vorjahr sind es die 825.000, dann gehe ich in die Zellen rein und tue es mal 1,1 rechnen. Und dann habe ich auch relativ einfach nachher die 10% im Budget super abgebildet. Das zu dieser Frage. Grafische Ansicht, das ist auch noch eine Frage. Ja, danke vielmals für das Feedback. Ich sehe gerade, dass das die Frage beantwortet hat. Dann gibt es auch noch die Frage nach der grafischen Ansicht, wo ich auch kurz noch darauf eingehe. Es ist so, dass man schon mal auf dem Dashboard grundsätzlich eine gewisse grafische Ansicht hey, oder hier haben jetzt ein bisschen mehr Zahlen drinnen, oder? Und da zeigt es ein bisschen mehr an. Das Thema, das wir jetzt aktuell uns mal so an gängigen Kennzahlen orientiert haben. Ein Weiterentwicklungsfeature, das wir aufgenommen haben und in die laufende Optimierung einfließen, ist das Thema, dass wir sagen, wir würden gerne, weil hier eigentlich einen sogenannten Visual- oder Kennzahlenbilder machen. KPI-Bilder. Oder? Und dann kann man eigentlich selber auf so einer Lasche definieren, welche Zahlen ich ins Verhältnis von was möchte setzen. So analog, wenn wir es eigentlich im Szenario sehen, sagen, okay, der Basiswert sind vielleicht, keine Ahnung, die Lohnkosten im Verhältnis zum, keine Ahnung, Bruttoumsatz oder was auch immer. Oder? Und so nachher selber auch kann definieren, welche Werte dass ich hier entsprechend drinnen möchte dargestellt haben und welche nicht. Ein anderes Teil, das man kann, wo man ein bisschen selber darf pröbeln, wie so etwas funktioniert. Ich zeige das jetzt hier schnell so ein bisschen grob. Wenn ich hier Rechtsklick mache, habe ich einen sogenannten Diagrammbereich. Und dann kann ich hier irgendwie ein Säulendiagramm machen, gestapelt, gruppiert oder wie auch immer. Ich nehme das gruppiert und dann kann ich hier auch entsprechende Auswertungen machen, was mir hier anzeigt. Ich kann hier nachher sagen, wenn ich es beispielsweise dargestellt habe, in welcher Form ich es dargestellt habe und. Ich kann auch andere Diagrammtypen nehmen und andere Farben etc., dass ich hier so ein bisschen nach Belieben noch entsprechende Werte kann miteinander vergleichen. Oder? Und hier übrigens, je nachdem, wie aggregiert ich es möchte, ich kann das so immer wieder zusammenziehen, oder? Dann wird mir das Ganze plötzlich sehr kompakt und ich kann auf sehr übergeordneten Stufen für einen ganzen Dreierbereich plötzlich Auswertungen ziehen. Oder? Also da bin ich sehr, sehr frei in der Gestaltung. Genau das Gleiche noch oben bei der Erfolgsrechnung, wo ich auch die Details ein- und ausblenden und so auch kann Diagramm generieren. Das zu dieser Frage. Ich glaube, weitere Fragen sind bis jetzt nicht reingekommen. Vielleicht noch kurz zu dem Preisplan, was hier unsere Überlegungen waren. Ich bin auf das schon ganz am Anfang mal kurz eingegangen. Wir haben monatliche oder jährliche Abrechnung.
Wenn wir auf der jährlichen Ebene sind, dann geben wir noch einen erheblichen Benefit dazu. Startet bei Free, sofort und für immer kostenlos. Das ist unser Versprechen, das wir abgeben. Aber nachher haben wir ein Entry-Level, wo man sagt, okay, ich bin interessiert, ich möchte es vielleicht auch ein bisschen länger als die 14 Tage irgendwie gewisse Funktionalitäten testen und, und. Dann bin ich auf der Stufe von einem Mandant, einem User und drei Budgets. Das Szenario ist in der Entry-Level nicht möglich, da haben wir Professional und entsprechend Premium. Da haben wir Situationen, wo Enterprise ist, individuell. Wir haben einige Kunden, wo beispielsweise mehrere Firmen möchten pflegen, damit kann man sich an uns wenden, wo wir auch Mandantenfähigkeiten anbinden können. Also verschiedene Firmen, wenn ich hier noch mal kurz aufzeigen, was das bedeutet, ja, hier meine Präsentations-GmbH, könnte hier beispielsweise zwischen verschiedenen Firmen hinten umeinander switchen. Wie gesagt, wenn man nach der 14-tägigen Trial-Version nicht löst, dann würde man auf Start downgraded werden. Und das einfach auch noch im Sinne von der Transparenz. Wir sind auch von einigen Treuhändern bereits kontaktiert worden, wo wir in einem sehr interessanten Austausch sind, was uns jetzt auch dazu veranlasst hat, dass wir im Verlauf von 2022 noch werden eine Treuhandversion lancieren, wo dedizierte Treuhandfunktionen drin sind, wo das Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen Mandanten entsprechend tut. Vereinfachen und so auch noch gewisse zusätzliche Benefits hat. Das wäre es gewesen. Es ist 12 Uhr. Ich bin gerade ungefähr am Zeitpunkt, wo wir abgemacht haben. Ich wollte hier die Leute nicht länger aufhalten für den Mittag. Es freut mich sehr, dass man teilgenommen hat und bin überzeugt, dass Visual Numbers in der Vereinfachung, ich kann es wirklich aus eigener Anwendungserfahrung auch sagen, dass das wirklich eine Vereinfachung ist und man sehr, sehr gut im laufenden Betrieb, vor allem, das ist einer meiner riesengroßen Vorteile, und ich sage, im laufenden Betrieb habe ich heute deutlich einfacheren Umgang mit der Budgetierung. Und in dem Sinne würde es mich freuen, wenn ich schon bald zusätzliche User auf der Plattform habe. Und wenn, wie gesagt, weitere Fragen aufkommen, Demo buchen, draufklicken, Termin auswählen und dann wird jemand von uns immer kompetent redend Antwort stehen und die letzten Fragen, die vielleicht noch aufkommen, entsprechend noch klären. Danke vielmals, guten Tag, ade miteinander.